Ach Mann, Lumi, wie lange dauert das denn noch? Oh Mann, Jimmy, wir sind gleich da. Siehst du, da vorne kann man schon die Häuser sehen. Oh Mann, ich bin mir sicher, dir wird es bei uns gefallen. Oh, einmal aussteigen. Ja, okay, Lumi, aber ich habe gar nichts gesehen. Dein Kopf war viel zu groß. Oh Mann, ja, du bist ja noch ein bisschen kleiner. Oh Mann, das habe ich voll vergessen, Leute. Wisst ihr, ich werde meinem kleinen Bruder Jimmy heute das erste Mal unser Dorf zeigen. Und ich werde ihn unseren Freunden vorstellen. Also auch meiner Freundin Hannah, Dino, allen, die gerade in der Stadt sind. Und ich hoffe, sie werden dich mögen. Aber du bist so süß. Ich glaube, sie können dich nur mögen, Jimmy. Ja, das hoffe ich auch, ey. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Weil im Kinderheim habe ich noch was mitgehen lassen. Guck mal hier. Hast du den Erziehern etwa Diamanten geklaut? Ja, aber sag das denen nicht, okay? Oh, du bist ja ein richtiger Fiesling. Aber wow, voll cool. Du weißt, ich liebe Diamanten. Lass uns mal auf den Weg zur Insel machen. Oh Mann, ich habe auch eine Überraschung für dich, Jimmy. Aber das zeige ich dir gleich noch. Lass uns erstmal hochgehen. Ich werde dir als allererstes das Haus zeigen, wo ich drin wohne. Weil jeder hat sein eigenes Haus. Oh, du hast dein eigenes Haus? Oh, wie cool ist das denn? Ja. Das will ich sehen. Ja, schau, das ist blau, genau wie ich, in meiner Farbe. Und, das sieht echt riesig aus. Ah, Jimmy, weißt du, geh gern schon mal rein. Ich muss kurz so mit meinen Zuschauern reden. Du darfst dir das Haus ruhig schon mal anschauen gehen. Okay, ich werde dir die Tür aufmachen. Bis gleich. Okay, Leute, ihr müsst wissen, ne? Schaut mal, da hinten, ich habe Jimmy sein eigenes Haus gebaut und ich will ihm das gleich schenken. Oh Mann, wenn ich das machen soll, Leute, das war echt teuer. Es wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet, weil das Haus hat mich richtig viele Diamanten gekostet. Und jetzt habe ich fast keine mehr. Das heißt, ich brauche unbedingt neue Diamanten. Und ihr könnt mir dabei helfen. Ihr müsst nur ein Like da lassen, denn pro ein Like bekomme ich ein Diamant. Also bitte liked jetzt alle das Video, Freunde. 3, 2, 1 und los, Leute! Der erste Like! Oh, wir brauchen noch mehr Likes. Da kommen richtig viele. Oh Mann, Leute, ihr seid die Besten. Ihr müsst alle das Video liken. Kommt schon. Wow, so viele Diamanten. Oh Mann, ihr seid die Besten. Jetzt kann ich mir das Haus auf jeden Fall leisten. Da wird sich Jimmy aber bestimmt freuen, Leute. Okay, ich würde sagen, ich hoffe, er hat jetzt keinen Blödsinn gemacht. So, Lumi? Jimmy, geh Oh nein, du hast die... Tut mir leid. Du bist auf dem Bett gesprungen und hast jetzt die Vase kaputt gemacht. Jetzt ist das ganze Wasser daraus gelaufen. Och Mann, Jimmy. Erzähl das bitte niemandem. Das tut mir echt leid. Weißt du was? Ich gebe dir nochmal ein Dia als Entschädigung. Den hättest du mir auch gleich geben können. Mann, schau mal, jetzt ist mein ganzer Teppich überflutet, weil du die Vase kaputt gemacht hast. Ey, das tut mir richtig leid. Ich will kein Ärger bekommen. Kann ich das wieder gut machen? Ich weiß ja nicht. Oh, Leute, ich kann ihm irgendwie nicht böse sein. Er ist so klein. Es war bestimmt keine Absicht. Oder was meint ihr, Leute? Wir müssen ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen. Weißt du, Jimmy, das kann mal passieren. Ich repariere das einfach. Wenn du Wasser so gern hast, dann lass uns doch rausgehen. Weißt du, ich habe auch einen Teich. Da können wir gemeinsam angeln gehen, weißt du? Ehrlich? Was kann man denn da angeln so? Ich habe noch nie geangelt. Da gibt's richtig tolle, große Fische. Die können wir alle gemeinsam angeln. Siehst du hier? Ich habe auch eine Angel dabei. Warte. Warte. Ehrlich? Hier hast meine? Du... Ja, die ist nur für dich, Jimmy. Oh, du bist der allerbeste Bruder auf der ganzen Welt. Oh, ich habe mir immer so einen Bruder gewünscht. Du bist richtig nett. Oh Mann, gar kein Problem. Und jetzt lass uns die Angel auswerfen und angeln. Komm schon. Wer zuerst den größeren Fisch angelt, hat gewonnen. Hoffentlich ziehe ich was richtig Großes. Ich will so einen Karpfen haben. Die sind richtig süß. Ich angel jetzt ein Hai. Pass auf. Du lügst, das geht gar nicht. Ich werde einen Dinosaurier angeln. Die sind schon ausgestorben. Die gibt's nur bei mir. Das geht ja...
Oh, hm. Was macht ihr denn da? Hey, Jimmy. Was macht ihr denn da drüben? Hey! Ja, das ist deine zukünftige. Das ist deine Tante. Oder Emily? Tante? Ich weiß gar nicht, Leute, was. Schreibt's in die Kommentare. Jedenfalls ist das meine Freundin, Jimmy. Das ist Hannah. Wer ist dieser Zwerg da? Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin schon 5 Jahre alt. Das ist Zwerg. Das ist mein kleiner Bruder Jimmy und wir angeln gerade. Wer zuerst den größeren Fisch angelt, Hannah, weißt du? Mein Fisch! Mein Fisch! Warte mal. Oh Mann, Lumi! Oh nein, Jimmy. Warum ist die so? Hannah! Warum hast du das getan? Du hast überall Lava platziert, alles brennt und jetzt hast du seine Fische kaputt gemacht. Ich will nicht mehr angeln. Nein, ich will nicht mehr angeln. Lass mich einfach in Ruhe, Leute. Wisst ihr was? Lumi, können wir woanders hingehen? Ich will nicht mehr angeln. Keine Heulsoße. Was bist du so gemein zu ihm? Geh jetzt lieber, Hannah. Vielleicht solltest du nicht mehr mit ihm reden. Du hast ihm echt Angst gemacht mit deiner komischen Lava. Und außerdem brennt hier jetzt alles. Oh Mann, nein, helf mir doch. Oh Mann, das gibt's nicht. Mann, Hannah, der Kleine ist jetzt traurig wegen dir, weil du seine Fische verjagt hast. Alles gut, Jimmy. Hannah, ich will das wieder gut machen. Vielleicht magst du mich dann. Hier ist ein Tier. Wie lieb von dir, Jimmy. Mhm. Siehst du, Hannah, er mag dich. Ja. Was soll ich denn mit einem Tier? Ich mag die gar nicht. Nur Lumi mag die. So, und... Was? Aber Nein! Lumi! Der ist kaputt! Wie? Der ist kaputt? Zeig ihn mir! Hat sie ihn etwa jetzt kaputt gemacht? Ja, ich hab ihn dir hingelegt! Leute, schaut mal! Hannah hat einfach seinen Diamanten kaputt gemacht! Oh, wie gemein von ihr, Jimmy! Die sind alle hier voll gemein, ey! Hast du noch andere Freunde vielleicht? Du bist wenigstens nett. Oh Mann, Leute, das war echt richtig gemein von Hannah. Ich glaube, ich werde jetzt Jimmy sein Haus ihm zeigen, weil wir müssen ihm irgendwie wieder gute Laune machen. Mann, Jimmy, sei nicht traurig. Nein, ich will niemanden heute mehr sehen. Ich will hier unten bleiben. Lass mich alle einfach in Ruhe. Nein, Jimmy. Ich hab doch eine Überraschung für dich. Komm raus, schnell. Was? Überraschung? Ja, schau mal, jeder hat doch hier sein Haus. Ich werde dir jetzt von jedem das Haus einmal zeigen. Aber weißt du, mit welchem Haus wir anfangen? Ja, mit deinem, ich weiß, das ist richtig cool. Nein, das hast du schon gesehen, schau mal. Wir fangen mit dem Haus an, siehst du das Haus? Hannas Haus? Nein. Nee, das mag ich nicht. Nein. Das ist ja orange. Ja, dieses Haus werde ich dir zuerst zeigen. Und was denkst du, wem gehört dieses Haus? Orange? Ich weiß nicht, vielleicht Leute, die auf einer Baustelle arbeiten. Ja, das ist ein Baustellenhaus. Nein. Jimmy, das ist meine Überraschung. Weißt du noch, ich habe eine Überraschung für dich. Ehrlich? Oha. Das ist nämlich dein Haus? Das ist dein Haus, Jimmy, siehst du? Mit orangen Betten, orangen Teppich, einen Tisch und Stühlen. Oh, wie süß. Oh, du bist wirklich der allerbeste Bruder, den man sich wünschen kann. Und ich kann immer zu dir rüberschauen. Schau mal, ich kann genau immer schauen, dass du in Sicherheit bist. Oh, ja, ich fühle mich hier richtig wohl. Ich wusste, du dir... war da gerade irgendwas? Egal. Das war eine Katze. Ich wusste, dir wird das Haus gefallen. Lass uns als nächstes die anderen Häuser anschauen. Komm schon, Jimmy. Mhm. Ich muss dir auch noch meine anderen Freunde zeigen. Vielleicht ist Braxy ja zu Hause. Komm, lass uns zu Braxy gehen. Hallo, Braxy, bist du zu Hause? Ich muss dir jemanden vorstellen. Mach auf. Hallo? Braxy?
Kannst du da einfach reingehen? Ja, hier wohnt mein bester Freund Braxy, aber so wie es aussieht, scheint er nicht zu Hause zu sein. Ist nicht schlimm, jedenfalls hier wohnt Braxy. Ah, ich kann dir aber noch einen anderen Freund zeigen. Er ist auch neu eingezogen. Der wohnt da oben in dem roten Haus. Und zwar wohnt da Dino. Es gibt wirklich Dinos? Nein, so heißt er nur. Der ist ganz lieb. Aber er ist wirklich ein Dino. Aber du brauchst keine Angst haben. Ich zeig ihn dir jetzt, okay? Und der ist nicht böse wie die Hannah, oder? Nein, Hannah hat heute bestimmt nur einen schlechten Tag gehabt, Jimmy. Mach dir nichts draus. Ich klinge einmal. Hallo, Dino, bist du zu Hause? Wenn ja, mach bitte die Tür auf. Wer ist da? Dino, ich muss dir jemanden zeigen. Okay. Hi. Siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Du siehst voll cool aus. Ja? Ich wollte schon immer meinen Dino kennenlernen. Er kann doch bestimmt zu dir reinkommen, oder, Dino? Ja. Lumi, komm mal kurz her. Warte kurz draußen, Jimmy. Ja? Okay. Lumi, ich weiß nicht, aber irgendwie machen mir seine Haare Angst. Wie? Nein, jetzt fang du nicht auch noch an. Jimmy, warte kurz. Nein. Dino. Ich weiß nicht, was soll ich denn? Ich hab ihn noch nie gesehen. Mann, Hannah war schon gemein zu ihm. Ihr könnt ihn jetzt nicht alle abstoßen. Er wartet, er will reinkommen. Was ist dein Problem, Dino? Ja, okay, dann lass ihn mal rein. Dann lass ihn rein, ja. Warum sind alle so komisch? Nein, Jimmy, was hast du denn gemacht? Ich wollte wirklich nur einen kleinen Baum pflanzen. Dino. Was machst du mit meinem Haus? Verschwinde. Das war ein Geschenk, hey. Verschwinde sofort von meinem Haus. Oh nein, Leute. Dino, das war nicht seine Absicht. Dino, sei doch nicht so gemein zu ihm. Er hat mein Haus komplett ruiniert. Ja, das ist nur ein Baum. Komm wieder, wenn du alleine bist, Lumi. Ich möchte nicht spielen. Nein. Oh Mann. Aber Mann. Lumi, das war mein Friedensbaum an ihn. Ja, ich weiß, du hast es gut gemeint. Mann, Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass niemand Lust auf meinen kleinen Bruder hat. Alle sind gemein zu ihm. Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Jimmy, was machen wir nur mit dir? Weißt du, wir werden jetzt erstmal zurück zu deinem Haus gehen und dann werden wir da erstmal dir ein paar neue Spielsachen besorgen. Lass uns auf den Weg machen. Komm schon. Wir werden Hey, was macht ihr mit meinem Haus? Warte mal. Hannah! Ich bin gar nicht da. Das war ich. Hannah, was hast du getan? Mein Haus ist einfach Dreck. Leute, was zur Hölle hat Hannah mit Jimmys Haus gemacht? Sie hat alles voller Erde gemacht, voller Dreck. Oh, Jimmy. Warum sind die Leute so gemein zu mir? Ich war zu allen nett und habe ihr sogar Diamanten gegeben und wollte einen Friedensbaum machen. Oh Mann, Leute, das ist ja langsam richtig schlimm. Ich habe das Gefühl, dass sie Jimmy richtig mobben. Erst machen sie seine Fische kaputt, indem Hannah Lava in das Wasser macht. Dann Dino hat ihn einfach verjagt und jetzt hat sie sein Haus auch noch aus Dreck gemacht. Mann, das ist ja langsam nicht mehr nett. Oh Mann, Jimmy, weißt du, vielleicht haben heute alle einfach einen schlechten Tag. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal zu Odi gehen. Ich glaube, Odi, das ist ein alter kleiner Sack. Der mag dich bestimmt. Der spielt auch gerne mit Spielsachen. Weißt du, er ist auch noch ein kleines Kind geblieben, verstehst du? Ja, ich verstehe, Lumi. Ich vertraue dir. Okay, lass uns zu Odi gehen. Ja, komm, ich glaube, Odi wird bestimmt Zeit für dich haben. Oh Mann. Leute, das kann so nicht weitergehen. Aber ich bin mir sicher, dass Odi bestimmt... er wird sich bestimmt freuen. Warte kurz. Er macht bestimmt gleich die Tür auf, Jimmy. Ja, okay, ich warte hier. Odi, jetzt mach aber langsam mal die Tür auf. Er ist eigentlich immer zu Hause, Jimmy. Warte, wir werden einfach kurz reingehen. Klopf, klopf. Odi, bist du... Komme wieder, wenn Jimmy weg.
Nein, nein! Ich will nein. das nicht mehr. Nein, alle mögen mich nicht. Alle mobben mich. Nein, Jimmy. Oh nein, das gibt's nicht, Leute. Woher weiß Odi denn überhaupt, dass Jimmy jetzt in der Stadt wohnt? Hä? Woher weiß er das? Das war bestimmt wieder Hannah oder Dino. Sie haben ihn angerufen. Das ist so gemein. Die haben sich alle gegen ihn verbündet. Oh Mann, alle hassen meinen kleinen Bruder. Er hat ihnen doch nichts getan, Leute. Oh Mann, Mann, Leute, wir müssen Jimmy irgendwie wieder aufmuntern. Habt ihr eine coole Idee? Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar habe ich gehört, dass Jimmy Muffins liebt. Oh, es wäre richtig cool, wenn ihr alle ein Abo da lasst. Denn pro ein Abo bekomme ich ein Muffin. Und ich glaube, desto mehr Muffins wir haben, desto mehr wird sich Jimmy freuen. Also bitte, ihr müsst jetzt alle abonnieren, Leute. 3, 2, 1. Kommt schon bitte, wir brauchen Muffins, Leute. Ja, 2 Muffins haben wir schon los. Abonniert. Oh mein Gott, wir kriegen so viele Muffins. Da wird sich Jimmy bestimmt freuen. So viele Muffins, Leute. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, das muss ich ihm direkt zeigen. Ich hoffe, damit können wir ihn wieder aufmuntern. Jimmy, Jimmy, komm her, hör auf zu weinen. Ich hab was für dich. Nein, ich will in der Ecke bleiben. Alle mögen mich nicht mehr. Nein, das stimmt nicht, Jimmy. Guck mal, weißt du, ich war eben bei allen und weißt du, was sie mir... Oh Leute, ich muss jetzt lügen. Aber Hauptsache, Jimmy denkt, dass er gemocht wird. Wartet. Und zwar habe ich von den anderen, also von Dino, Braxy, Odi und Hannah, die haben mir was im Briefkasten hinterlassen. Und zwar nein, haben die, nein, nein, noch doch, nicht eine nein, schlechte Nachricht. Nein, keine schlechte Nachricht. Die haben dir Muffins gebacken. Ganz viele, siehst du? Ehrlich? Oh, das sind meine Lieblingsmuffins. Ja. Oh, die blauen mag ich richtig gerne. Ich hab Blaubeermuffins. Sogar, oh, ich habe noch richtig viele davon. Siehst du? Richtig, richtig viele. Oh, ich werde davon bestimmt dick wegen dir. Aber ich lass mir die schmecken. Danke. Du bist wirklich richtig, richtig nett, ey. Ja, du brauchst doch nicht Danke sagen. Ein toller großer Bruder, der macht so etwas. Weißt du was, Lumi? Die Muffins schmilzen schon. Ich muss die in den Kühlschrank machen. Ist viel zu heiß heute. Ja, dann pack sie kurz in den Kühlschrank. Aber warte, hast du die Tür aufgelassen? Hast du die nicht zugemacht? Du musst die immer zumachen, Jimmy. Oh, ich dachte, man kann hier den Leuten vertrauen. Du hast recht, ich muss sie immer zumachen. Ja, jetzt pack kurz deine Muffins in den Kühlschrank, mach schon. Jimmy? Lumi, mir geht's nicht gut, hau mich hier raus. Was ist passiert? Jimmy, lebst du noch? Hallo? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier etwa eine Falle? Sag nicht. Nein, hier wurden Geisterblöcke platziert. Das sind diese unsichtbaren Blöcke, wo man durchlaufen kann. Jemand hat die hier hingemacht. Und da unten sind... Das sind Spikes. Und ein Schild. Was steht da? Liebe Grüße, Hannah? Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Jimmy? Au, au! Wo bist du? Ich bin hier unten! Wo kommst du denn her? Was ist passiert? Hat dir jemand eine Falle gestellt? Ja, ich weiß nicht wer. Aber die war richtig gemein. Ich hab gar nichts gesehen. Und alle meine Sachen sind weg. Oh nein. Leute, habt ihr das gesehen? Meine Freundin Hannah hat meinem kleinen Bruder Jimmy einfach eine gemeine Falle gestellt. Oh nein, das kann nicht sein. Warum mobben alle meinen kleinen Bruder? Er hat doch niemandem was getan. Er tut keiner Fliege was zuleide. Er ist so süß. Oh Mann, Jimmy. Ich weiß, du hast es echt schwer. Aber wir werden das noch hinkriegen, weißt du? Lumi, warum schaut Hannah mich da so komisch an? Ich habe Angst vor ihr. Red du mit ihr. Ich will da nichts machen. Ich klär das. Warte hier. Okay.
Leute, das kann nicht sein, dass alle so gemein zu ihm sind. Mach sofort die Tür auf. Was soll das, hä? Warum stellst du meinem kleinen Bruder eine Falle in seinem Haus, hä? Erstens, Lumi, du sollst nicht einfach in mein Haus kommen. Du weißt, ich mag das nicht. Ich könnte mich umziehen. Das macht man nicht. Ja, zweitens, aber du hast dein Haus demoliert. Du hast es einfach aus Erde gemacht und eine Falle gestellt. Weißt du, dass er eigentlich erst 5 ist? Er versteht keinen Spaß. Weißt du, er denkt, dass ihr ihn mobbt. Das ist nicht nett von euch. Aber Lumi, er nimmt mir die ganze Zeit mit dir weg. Das finde ich nicht cool. Hä? Außerdem, ich habe gar keine Falle gebaut. Das war bestimmt jemand anders, der ihn nicht mag. Da war ein Schild, wo drauf stand, liebe Grüße, Hanna. Also hör auf zu lügen. Warum sollte ich ein Schild platzieren, wo mein eigener Name draufsteht? Das ist doch voll dumm. Ich weiß nicht. Du hast doch eben zugegeben, dass ich angeblich zu wenig Zeit mit dir verbringe. Weißt du, dass Jimmy erst seit heute da ist? Mann, ich wollte ihm einen coolen Tag machen und du hast es ruiniert. Weißt du, wir machen erstmal Pause. Ich will von dir nichts mehr hören, Hanna. Dann geh doch. Ja, du wirst schon sehen. Jimmy, hast du Lust mitzukommen? Ich wollte wieder was gut machen bei dir. Warte mal, stopp. So läuft das hier nicht. Jimmy, du wartest. Dino, erstmal packst du die Axt weg. Du könntest Jimmy verletzen. Und zweitens, was willst du von ihm? Du warst vorhin noch gemein zu ihm. Ich habe aus einem guten Grund noch die Axt in der Hand, denn ich habe uns was gebaut. Wie, was hast du uns gebaut? Schieß los. Ja, ich möchte euch das zeigen. Wollt ihr nicht mitkommen direkt? Jimmy, hast du Lust? Ja, aber du musst auf jeden Fall meiner Seite sein, weil irgendwie vertraue ich niemanden mehr außer dir. Okay, wir schaffen das schon, Leute. Ja, dann zeig uns mal das, was auch immer du gebaut hast. Mach schon. Ja. Da ich gemerkt habe, dass der Baum an meinem Haus sehr gut aussieht durch Jimmy, wollte ich ihm wieder auch was Gutes machen. Deswegen kommt einfach mit. Wo geht's denn hin? Oh Mann, du Dödel, ey. Das ist ganz weit weg. Oh Mann, er hat recht. Dino, wo führst du uns hin? Mitten in den Wald? Was wird das, wenn's fertig ist? Kommt einfach mit, man sieht es von hier oben schon. Was hast du denn da gebaut? Es ist mein eigener Spielplatz, den ich nur alleine gebaut habe für euch. Hä? Jimmy, ein Spielplatz! Siehst du das auch? Das ist richtig cool, das habe ich mir schon immer gewünscht. Können wir zusammen spielen, Dino? Ja, klar, komm, wir gehen hin. Ich war noch nicht fertig mit dem Bauen, weil ich brauchte noch mehr Hilfe, aber mehr habe ich nicht hinbekommen. Wie supi. Einfach ein Spielplatz nur für Jimmy. Ist das nicht nett von ihm, sag ehrlich? Ich mag dich richtig, Dino. Und ich sag dir ehrlich, ich bin dir gar nicht mehr böse, weil du mich rausgeworfen hast. Jimmy, was willst du denn zuerst machen? Nein. Wisst ihr was, Leute? Ist das ein Klettergerüst? Ja. Richtig cool. Leute, ich kann klettern. Wusstest du, dass ich richtig gut klettern kann, Lumi? Ja, aber mach vorsichtig. Für dich ist das echt noch ziemlich hoch, Jimmy, weißt du? Du musst langsam machen. Ja. Ja, okay. Ich werde mir richtig Mühe geben. Okay, du musst aber aufpassen, dass er nicht runterfällt, Dino, okay? Ja, ich stehe hier und pass auf. Also Dino, pass auf dich auf. Du kannst losklettern, Jimmy. Showtime. Okay, gut. Halt dich ja gut fest, ja? Ja, natürlich. Ich halte mich richtig gut fest. Ich bin ganz vorsichtig. Au! Warte mal, Dino, was zur Hölle sollte das denn? Hilfe, Lumi, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Jimmy, warum sind alle so fies zu dir? Leute, habt ihr das gesehen? Während Jimmy am Klettern war, hat Dino es einfach abgebaut mit seiner Angst und jetzt ist er runtergefallen. Jimmy, geht es dir gut? Nein, mir geht's gar nicht gut. Ich hab ein Haus, was aus Erde besteht und alle Leute mögen mich nicht mehr. Oh nein. Mann, geht es dir denn gut? Da hat was geknackst. Nicht, dass du dir was gebrochen hast, Jimmy. Nein. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Ich kann nicht mehr gehen, Lumi. Was machen wir jetzt? Leute, warum mobben alle meinen kleinen Bruder?
Habt ihr das schon mitbekommen, dass jeder irgendwie was gegen ihn hat? Der eine baut eine Falle, der andere ärgert ihn, Uli platziert ein dummes Schild, dann sein Haus wird kaputt gemacht und wird einfach durch Erde ersetzt. Das sind so viele Kleinigkeiten, das ist langsam echt nicht mehr lustig. Ich glaube, wir müssen uns an meinen Freunden rächen. Habt ihr eine Idee, wie? Wenn ja, dann schreibt's in die Kommentare rein, Leute. Ich habe langsam echt keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Mann, Jimmy, was machen wir jetzt mit dir? Mir geht's so ein bisschen besser. Vielleicht war der doch nur angebrochen oder verstaucht, aber es tut noch weh. Weißt du was, Lumi? Wie wär's, wenn ich mit denen nochmal reden? Letztes Mal. Ich will dir niemand wegnehmen. Ich mag dich doch und andere sollen auch mit dir Spaß haben. Ja, das ist an sich eine sehr gute Idee. Vielleicht solltest du mit Alma alleine reden. Weißt du, als allererstes gehst du am besten zu Hannah und du entschuldigst dich einfach nochmal, auch wenn du nichts falsch gemacht hast, dafür, dass du jetzt hier wohnst, weil es ist ein Mädchen, weißt du, manchmal muss man sich entschuldigen, auch wenn man nichts falsch gemacht hat, verstehst du? Ja, du hast recht, Lumi. Ich gehe sofort zu ihr hin, aber ich muss ein bisschen langsam machen, mein Fuß tut noch weh, ey. Au, au. Mach das auf jeden Fall. Leute, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, nicht, dass Hannah wieder Blödsinn macht. Aber ich hoffe, damit ist alles ein für alle Mal gegessen. Jimmy, geh einfach zu ihr. Du schaffst das schon, okay? Oh, hoffentlich wird Hannah richtig nett sein. Hannah? Oh nein, 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 nein. Jimmy. Oh nein, das kann sie nicht ernst meinen. Sie hat nicht wirklich gerade... Habe ich das richtig gesehen? Oh nein, nein, nein. Das kann nicht wirklich passiert sein. Das hat sie nicht wirklich gemacht. Jimmy, bitte, wo bist du? Jimmy, Hannah, du fieses... Nee. Lumi, hey, wie geht's dir? Wir spielen gerade, Mensch, ärgere dich nicht. Wo warst du, Lumi? Wir haben auf dich gewartet. Ja. Warte mal, was, Jimmy? Was ist passiert? Und was hat Hannah mit dir gemacht? Ich muss sagen, dein Bruder ist wirklich cool. Wie? Danke, Dino. Aber warte mal, sie hat dich doch gerade erschossen. Was redest du da? Er stand vor deiner Haustür, da habe ich ihn abgeholt und ihn zum Spielen eingeladen, weil du noch geschlafen hast. Habe ich etwa geträumt? Oh Mann, das war echt ein fürchterlicher Albtraum. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, sie hat ihn erschossen. Oh mein Gott, Gott sei Dank geht es dir gut, Jimmy. Ja, Lumi, vielleicht solltest du dich nochmal schlafen legen. Dir geht's nicht gut, ey. Ja, oh Mann, Leute. Oh Mann, ich glaube, ich habe die ganze Zeit echt einen fürchterlichen Albtraum gehabt. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Baubattle. Ihr seht schon, ich bin wieder auf meiner Baubattle-Arena. Und da hinten ist mein Freund Braxy. Hi! Hi Lumi, was geht, was geht? Ja, du weißt doch, wir machen heute das ultimative Labyrinth-Baubattle. Oh! Du siehst, du hast deine Seite. Ich habe hier drüben meine Seite. Und ich würde sagen, es gibt... Gewinnt der das bessere Labyrinth baut. Und ich glaube, das bin ich. Nein, das bin ich, Braxy. Komm schon, du wirst schon sehen. Meins wird viel besser als deins. Wir haben jetzt 15 Minuten Zeit. Beeil dich, Braxy. Okay, let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt gemutet. Aber was Braxy nicht weiß, ist, dass ich einfach heimlich eine Portalgun-Mod installiert habe. Und damit kann ich einfach richtig coole Portale bauen. Schaut, guckt euch das an. Ich mache hier ein Portal hin. Und jetzt zum Beispiel eins hier hinten. Und jetzt seht ihr, kann ich einfach hier durchlaufen und komme auf der anderen Seite wieder raus, Leute. Ist das nicht cool? Also ihr seht, das andere Portal ist da drüben. Und ich gehe jetzt da rein und seht ihr mich da drüben? Kuckuck, schaut mal. Ich gucke da drüben einfach raus, Leute. Haha, ist das nicht lustig? Und damit können wir ein richtig krasses OP-Labyrinth bauen. Also lasst dafür jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da. Innerhalb der nächsten 3 Sekunden. 3, 2,
Eins. Oh, danke schön, Leute. So, und damit das Labyrinth bauen mir nicht so schwer fällt, habe ich hier extra so ein richtig krasses Baumenü. Und das ist super einfach. Ich nehme jetzt einfach einen Diamantblock und dann wähle ich hier die Wand aus. Und jetzt kann ich hier super einfach anfangen, ein Labyrinth zu bauen. So, ich würde sagen, wir machen hier auch erstmal so einen kleinen Grundriss. Zack, jetzt seht ihr schon, habe ich hier eine kleine Diamantfläche gemacht. Das Ganze machen wir auch hier drüben. Zack, jetzt bis hier vor. Schwupps, schon ist alles aus Diamanten. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt seht ihr schon, habe ich meine Fläche ein bisschen größer gemacht. Denn ich will natürlich ein richtig großes Labyrinth bauen. Aber jetzt ist hier noch ein bisschen Grünfläche. Das müssen wir auch alles wegmachen. Dafür gebe ich einfach diesen Command hier ein. Genau den. Und jetzt Enter. Und schwupps, schon habe ich eine richtig große Diamantfläche. Boah, da wird Rexy aber staunt. Denn ich baue ein riesiges Diamantenlabyrinth, Leute. Jetzt ganz genau aufgepasst. Ich nehme jetzt hier mein Werkzeug. Und jetzt können wir hier anfangen, richtig coole Wände zu bauen. Bis hier hoch und zack. So schnell kann ich eine richtige Diamantenwand bauen. Aber das Lustige ist, ich werde mit meiner Portalgun richtig coole Fallen einbauen. Wenn er hier jetzt reinläuft, Freunde, so, und nach links geht und wieder hier rein und dann wieder hier und dann ist er wieder hier angekommen. So, das heißt, wenn er dann nach rechts geht, geht er an die Wand, geht nach links, nochmal nach links, hier rein und ist dann hier. Das heißt, wir müssen ihn jetzt hier erstmal rausholen. Sobald Braxy hier reinläuft, werde ich ihm nämlich die erste Falle stellen. Denn ich werde hier so einen kleinen Gang machen. Jetzt haben wir hier nämlich einen Gang gemacht. Und hier muss Braxy dann einen richtig schwierigen Lava-Parcours meistern. Dafür wählen wir einmal mit unserer magischen Axt das Diamant aus. Und mit diesem Command kann ich alles zu Lava machen. Und zack, jetzt habe ich hier einen richtig großen Lavasee. Und hier werden wir jetzt einzelne Diamantenblöcke hinmachen, über die Braxy dann drüber springen muss. Das Ganze sieht dann so aus. Dann muss Braxy hier zum nächsten Block springen. Und hier kommt jetzt eine richtig lustige Falle hin. Und zwar habe ich hier einen Ghost-Block. Das heißt, der ist unsichtbar. Da kann man durchfallen. Und den machen wir jetzt dahin. Genau hierhin. Und sobald Braxy jetzt auf diesen Block springt und zack, fällt er da durch und ist dann einfach in der Lava drin, denn der Block ist unsichtbar. Boah, das ist eine richtig gute Falle, Leute. Machen wir jetzt einfach mal so einen Kreis. So. So. Jetzt ist die Frage, wie kommt Braxy dann hier drüber, ohne zu sterben? Das heißt, wir müssen ihm auch noch einen richtigen Weg freilassen. Dafür müssen wir jetzt diesen Command eingeben. Zack. Und jetzt seht ihr, habe ich einen Barrier-Block bekommen. Und den machen wir dann hier an die Seite. Die müssen wir dann hier an die Seite ranmachen, bis darüber. Und zack. Das heißt, Braxy muss von hier dann hier rüberspringen. Und dann kann er hier drüber laufen. Das ist der einzige Weg, um das Labyrinth zu besiegen. Aber damit er denkt, dass er über die Blöcke laufen muss, dafür machen wir jetzt hier einfach noch ein paar Diamantenblöcke hin. Und zack. Jetzt nehme ich wieder mein Werkzeug. Und jetzt kommen hier direkt die nächsten Wände hin. So. Denn Braxy muss dann nämlich einmal hier rüberlaufen. Und zack. Boah, das wird ein richtig cooles Labyrinth, Leute. So, jetzt machen wir hier auch noch eine richtig lange Wand bis darüber. Und schon haben wir einen richtig coolen Labyrinthgang. Aber hier müssen auch noch irgendwelche coolen Fallen rein. Wenn ihr coole Fallenideen habt, dann schreibt sie jetzt unbedingt in die Kommentare rein, Leute. So, jetzt werden wir auch noch eine coole Falle hinbauen. Und zwar brauchen wir dafür diesmal ein Toxin-Bucket. Denn ich werde jetzt hier nochmal einen großen See hinmachen. Dafür müssen wir einmal die Diamanten wegmachen und schwupps. Und jetzt machen wir hier alles voll mit dem Toxin, Leute. So sieht das Ganze jetzt aus, Leute. Und glaubt mir, dagegen wird Braxy keine Chance haben. Denn wir brauchen jetzt einen Zaun. Denn ich werde Braxy jetzt ein Zaunlabyrinth bauen. Und dafür muss ja dieses Zaunlabyrinth bestehen. Aber damit Braxy auch da oben drauf springen kann, müssen wir hier eine Treppe hinmachen. Und dann muss er einmal hier drauf springen. Dann danach drüben. Und jetzt wird gleich die nächste Falle kommen. Und glaubt mir, die wird richtig unfair, Leute. So, jetzt machen wir hier einen Baumstamm hin. Da muss Braxy dann hochklettern. Genau so. Dann einmal darüber an die Wand. Und zack. Und hier kommt jetzt ein kleines Treppenstufen. Und hier kommt jetzt ein kleiner Leiterparcours hin. So, da muss Braxy bis nach oben kommen.
Aber wir müssen hier jetzt noch eine Falle einbauen. Und zwar, wir brauche ich da nochmal meinen Barrier-Block. Denn wir werden jetzt hier oben einmal Barrier-Blöcke hinmachen. Zack. Das heißt, wenn Braxy dann hier rüberspringen will, wird er hier gegen die Wand springen und runterfallen. Und dann wird er richtig vergiftet sein. Schaut mal, mir wird schon richtig schwindelig. Oh, Leute. Bedeutet, wenn Braxy dann hier den Parcours meistern möchte, darf er nicht hier oben gegen diese Wand springen, Leute. Denn da sind unsichtbare Blöcke. Der richtige Weg wird nämlich so funktionieren. Denn jetzt kommt unsere Portalwaffe zum Einsatz. Denn ich werde jetzt hier unten ein Portal hinmachen. Dafür schieße ich einmal auf den Boden. Zack. Dann machen wir jetzt einmal ganz kurz die Wand hier zu. Zack. Und jetzt schießen wir hier auf die Seite auch nochmal hin. Bedeutet, wenn Braxy hier oben ist, muss er dann da reinspringen. Und zack. Jetzt seht ihr schon, bin ich hier. Das Ganze hat richtig gut funktioniert, Leute. Aber das ist irgendwie ein bisschen zu einfach, weshalb jetzt hier noch eine lustige Lavafalle hinkommt. Dafür nehmen wir uns jetzt einmal Lava und dann kommt hier Lava rein. Und zack. Du Dussel. Muss er hier wieder raus? Das dauert lang. So. Okay, wenn er hier rauskommt, dann würde ich sagen, bringen wir ihn trotzdem nochmal dahin, oder? Was sagt ihr? So, wir bringen ihn dann hier hin. So, vielleicht geht er ja da rein. Und dann hier lang. So, wenn Braxy dann hier angekommen ist, nicht zu vergessen sind hier die unsichtbaren Blöcke natürlich, wo er nicht durchkommt, dann wird hier die nächste Falle auf ihn warten, denn hier kommt eine richtig coole Monsterfalle hin. Denn wir machen jetzt die nächste Wand. Die ziehen wir jetzt einmal bis hier rüber. Zack. Ihr seht schon, das Labyrinth bekommt auf jeden Fall eine coole Form, Leute. Nun ja, wenn er das geschafft hat, muss er durch diese Wand hier durchgehen. Zack. Da machen wir einen kurzen Eingang hin. So. Da kommt doch eine coole Tür hin. Genau so. Die muss Braxy dann aufmachen. So, wenn Braxy dann hier angekommen ist, Leute, muss er durch einen richtig heftigen Laserparcours durch. Der wird richtig krass aussehen, Leute. Passt auf. Dafür müssen wir einfach hier überall so kleine Schildpads hinmachen. Zack. Da unten. Dann hier vielleicht. Und da. Und da oben. Und jetzt müssen wir die einfach immer nur mit der Wand verbinden. Und schon seht ihr, jetzt können wir hier so richtig kleine Laserparcoursstrahlen hinmachen. Und die werden Braxy das Ganze richtig schwer machen. Ich meine, guckt euch an, wie cool das aussieht, Leute. So, hier kommt auch noch eins hin. Dann hier kommt eins hin. Da machen wir auch noch eins. Und hier rüber. So sieht das Ganze jetzt aus, Leute. Ein richtig heftiger Laserparcours. Da muss Braxy auf jeden Fall erstmal durchkommen. Das Ganze haben wir ihm auf jeden Fall richtig schwer gemacht. Boah, er muss dann hier so durchlaufen, sich durchkriechen, dann drüber springen und wieder drüber springen. Boah, das muss er erstmal schaffen, Leute. Aber wenn er das geschafft hat, wird jetzt hier die nächste Stufe auf ihn warten. Und dafür würde ich sagen, ziehen wir auch einfach ganz viele kleine Wände. Denn hier muss er sich vor die Wahl stellen, ob er den richtigen Weg wählt. Denn ich werde jetzt hier ein ganz kleines, aber dafür sehr schwieriges Labyrinth bauen mit ganz vielen Wegen, Leute. Wir machen hier also ganz viele kleine Abzweigungen hin, dass Braxy gar keine Chance hat. Das wird richtig ehrenlos. Ich meine, Leute, guckt euch dieses schwierige Labyrinth an. Dann hier rüber, okay, das sieht sehr gut aus. Aber das soll es nicht gewesen sein. Es kommen noch einige Fallen hinzu, Leute. Die werden auch richtig cool. Denn das Lustige ist, ich werde den Ausgang auch einfach zumachen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, Lumi, wie soll Braxy denn dann aus dem Labyrinth rauskommen? Ganz einfach, Leute. Und zwar, indem wir hier hinten eine unsichtbare Tür hinbauen. Und die machen wir jetzt hier hin. Zack. Und jetzt seht ihr, das Ganze sieht aus wie ein normaler Diamantblock. Aber man kann das Ganze einfach aufmachen. Und jetzt kann man hier durchlaufen. Ich meine, Leute, ist das nicht cool? Schaut mal, einfach eine Tür aus Diamanten. Das wird Braxy niemals finden. Boah, wenn er das findet, dann bekommt er ein Keks von mir, Leute. Also ihr denkt, ich mach Spaß. Mach ich aber nicht. Er kriegt wirklich einen Keks von mir. Zack. Hier, bitteschön. Ein Keks für dich, Braxy. Aber den muss er erstmal finden, Leute. Ja, wenn Braxy so weit gekommen ist, würde ich sagen, kommt jetzt die nächste Falle. Und zwar muss Braxy sich dann hier vor die Wahl stellen. Denn hier werden jetzt 1, 2, 3 und 4
Portale auf ihn warten. Aber nur ein Portal wird richtig sein, Leute. Ich würde sagen, das erste Portal führt Braxy einfach zurück an den Anfang. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an, wenn Braxy hier durchläuft, wird er hier durchfallen und muss das komplette Labyrinth von vorn anfangen. Boah, das wäre richtig unfair. Sollte Braxy das zweite Portal wählen, fällt er einfach mal aus der kompletten Bauarena raus, Leute. Oh mein Gott, guckt euch das an. Wenn Braxy hier durchläuft und zack. Dann fällt er einfach komplett raus, Leute. Und ist somit ausgeschieden. Sollte er das dritte Portal wählen, dann würde ich sagen, führt das hier raus. Und da wird Braxy einfach mal in ein Loch voller Spikes fallen, wo er direkt sterben wird. Die machen wir überall hier hin. Boah, Leute, das ist cool. Das heißt, wenn er hier durchläuft, zack, fällt er einfach hier rein. Oh Mann. Aber das sieht noch zu auffällig aus. Er darf die Spikes ja nicht sehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach überall Fake-Diamantenblöcke drüber. Aber da kann man einfach durchfallen, Leute. Boah. Das ist richtig cool. Zack, die machen wir einfach hier überall hin. Denn jetzt sieht das wie ein ganz normaler Diamantenraum aus. Boah, richtig cool. So, das letzte Portal wird jetzt aber richtig sein. Denn das wird Braxy hier hinführen. Und hier wird jetzt ein weiterer Raum entstehen, wo Braxy sich dann vor weiteren Aufgaben entscheiden muss. Wir laufen jetzt hier einmal durch. So sieht das Ganze jetzt aus. Braxy kann sich zwischen den verschiedenen Portalen entscheiden. Wenn Braxy dann hier durchläuft, würde ich sagen, müssen wir eine weitere Aufgabe für ihn bauen. Ich würde sagen, hier spawnen wir einfach eine dicke Mutantenspinne. Gegen die muss Braxy dann kämpfen. Oh, guckt euch an, wie ekelhaft die ist. Boah, ich hätte an Braxy Stelle gar keine Lust, gegen so eine eklige Spinne zu kämpfen. Leute, wenn ihr Spinnen auch eklig findet, dann lasst jetzt mal ein Like da. Weil die ist ja wirklich ekelhaft. Bah, die ist richtig ekelhaft. Und damit Braxy auch nicht entkommen kann, müssen wir jetzt hier auch noch zumachen. Boah, guckt euch an, wie groß unser Labyrinth schon ist, Leute. Richtig cool. So, wenn Braxy die Spinne dann besiegt hat und hier raus möchte, muss er hier an der Seite diese Treppe steigen. Die machen wir einmal bis hier ganz nach oben hin. Zack. Da kann Braxy dann schön nach oben laufen. Denn hier machen wir eine kleine Plattform. Ungefähr so. Und dann kommt hier oben ganz am Ende eine passwortgesicherte Tür hin. Zack. Aber das Lustige ist, den Code für die Tür, Leute, findet Braxy ganz am Anfang. Und zwar muss Braxy dafür ganz gute Augen haben, denn ich mache das ganz hier oben in die Ecke. Und der Code wird lauten 3333. Zack. Das heißt, wenn Braxy hier am Ende angekommen ist, muss er 3333 eingeben. Und zack. Wenn wir jetzt den Code eingeben, zack, öffnet sich die Tür und wir können hier durchgehen, Leute. Wenn Braxy den Code am Anfang nicht findet, muss er am Ende einfach ganz zurücklaufen. Oh Mann, das wäre richtig lustig. Also ich glaube, unser Portal sieht echt cool aus. Das sollte eigentlich so langsam fertig sein. Ich würde sagen, zum Abschluss bauen wir Braxy noch eine kleine Achterbahn. Dafür ziehen wir hier einfach nochmal eine Wand. Und zack. Und jetzt wird eine richtig coole Achterbahn auf ihn warten. Dafür brauchen wir einmal Schienen, Antriebsschienen und eine Lore. So, und dann kann es hier oben auch direkt losgehen. Zack. Und dann einmal hier rüber. Mit ganz viel Power natürlich. Dann hier eine Kurve nach unten. Jetzt kommt hier eine kleine Sprungschanze hin. Dann einmal hier eine Kurve. Zack, zack, zack. Bis hier nach oben. Und wenn Braxy den Sprung schafft, werden wir hier auch einfach nochmal ein Portal hinmachen, wo Braxy dann reinfallen wird. Denn Braxy wird denken, er muss ganz normal hier zum Ausgang fahren. Wir täuschen das an, weil wir hier normale Schienen hinmachen. Zack. So, und den Portalausgang machen wir jetzt hier hin. Dafür machen wir hier oben das Portal hin. Zack. Und wenn Braxy dann mit seiner Achterbahn da reinfährt, wird hier unten ganz viel TNT auf ihn warten, Leute. Denn wir machen hier überall TNT hin. Und wenn er da drauf fällt, wird sie richtig laut Boom machen. Ich mache alles wieder zu. Zack. Und jetzt kommen hier ganz viele Druckplatten drauf. Und zack, perfekt. Okay, Leute, ich würde sagen, unser Labyrinth ist fertig. Ich würde sagen, wir muten uns und fragen mal, wie weit Braxy ist. Wie weit bist du mit deinem Labyrinth? Ich bin fertig. Oh, das ist cool. Meins ist auch fertig. Dann würde ich sagen, ich komme zuerst auf deine Seite und dann schaue ich mir dein Labyrinth mal an, Braxy, okay? Okay, komm rein, ich habe was Cooles vorbereitet. Wo bist du? Oh, ich komm, Braxy, warte. Ich bin gleich drüben. Da bin ich, Braxy. Hi. Yo, hi. Warte mal. Was denn? Das ist dein Labyrinth, Braxy? Ja, und ich habe sogar ein Schild.
Deine Tür geht irgendwie manchmal automatisch auf. Ist das etwa eine Zaubertür, Braxy? Das ist eine Zaubertür, wie bei Harry Potter. Gleis 3/4, guck, oh! Aber warum hast du dein Labyrinth denn aus Erde gebaut? Das ist ja dann gar nicht sicher, Braxy. Doch, es kommt auf die inneren Werte an. Weißt du, wie ich meine? Inneren Werte? Boah, du laberst schon wieder ganz viel Müll, Braxy. Ich würde sagen, ich gehe in den Game Mode 0. Zack. Hier ist noch ein Diamantblock, aber den brauchst du nicht. Ich würde sagen, ich schaue mir dein Labyrinth jetzt mal an, okay? Okay, guck, was ich geschrieben habe. Ying Yang. Was ist ein du meinst Eingang, Braxy? Habe ich ja geschrieben. Eingang ins Paradies. Ins Paradies. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal dein Labyrinth an. Und Leute, er hat wirklich alles aus Erde gebaut. Was ein Dussel. Okay, ich laufe jetzt durch das Labyrinth. Und Braxy, du hast das viel zu eng gebaut. Ich krieg hier Platzangst. Ja, das ist halt ein Labyrinth, aber es wird gleich auf jeden Fall breiter. Oh Mann, Leute, das ist richtig eng. Und jetzt geht's nach links und nach rechts. Oh Leute, welchen Weg soll ich wählen? Vielleicht hat Braxy ja auch Fallen benutzt. Ich hoffe nicht. Braxy, ich gehe nach rechts. Rechts ist immer besser als links. Okay, wenn du das unbedingt willst. Oh, hier ist schon wieder so eng, Leute. Ich mag das nicht, wenn das so eng ist. Sag mal, Braxy, hier ist ja einfach nur... Oh nein, ist etwa eine Sackgasse? Nein, hier geht's weiter. Doch, keine Sackgasse, Leute. Und... Braxy, ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich am Ende von deinem Labyrinth. Ja, das sehen wir ja dann. Oh, Leute, wir haben's gleich geschafft. Komm schon, ich bin gleich da. Ich hab's gleich geschafft. Komm schon. Oh nein. Jetzt gibt's hier wieder zwei verschiedene Wege. Welchen Weg soll ich denn jetzt wählen, Leute? Schreibt's in die Kommentare. 1 oder 2? Ich nehme Ene Mene Mu. Ich nehme, ich nehme den linken Weg. Der ist besser. Okay, ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Okay, jetzt... Oh, Braxy? Ja? Ich weiß nicht. Ich gehe hier lang. Komm schon. Okay. Oh nein, hier geht's irgendwie im Kreis, Leute. Mann, er hat alles aus Erde gebaut. Das ist ja voll langweilig. Hier ist ja gar nichts. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin wieder am Anfang? Hä? Braxy, du verwirrst mich. Das ist ein Irrgarten und kein Labyrinth, was du hier gebaut hast. Ein Labyrinth ist auch dazu da, um dich zu verwirren, du Dussel. Dann gehe ich halt jetzt hier lang. Hier muss ja jetzt der richtige Weg sein. Oh, komm schon, ich hab's gleich geschafft, Leute. Wir müssten hier gleich raus. Ich hab, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass du nur 5 Minuten hast. 5 Minuten? Nein, warte, Braxy. Ich wusste, ich habe den Ausgang gefunden. Hier irgendwo muss er sein. Komm schon, ich hab's gleich geschafft. Ah, ja, hier geht's weiter, Leute. Komm schon, Braxy, ich hab dein doofes Labyrinth gleich besiegt. Komm schon, hier lang, Leute. Und? Oh, wie lang ist denn sein komisches Labyrinth, Leute? Okay, ganz langsam, Lumi. Und? Braxy, deine dünnen, komischen Gänge machen mir Angst. Ja, aber die sind dafür da, um dich halt zu verwirren. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Wo geht's denn jetzt lang? Leute, sein Labyrinth ist zwar groß, aber es ist aus Erde und echt langweilig. Schreibt in die Kommentare, wie ihr sein Labyrinth findet. Also vielleicht kann ich hier ja ein bisschen schumpen. Das sieht ihr hoffentlich nicht, aber warte mal. Wo geht's jetzt hier lang, Leute? Jetzt hier links lang, ich laufe weiter... Wir laufen einfach rechts lang. So, hier lang. Komm schon, wir sind gleich durch, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Oh, hier sind Diamanten, Braxy. Dann ist das bestimmt auch der richtige Weg. Komm schon, hier lang. Oh, falsch, du Dussel. Das ist unfair, Braxy. Hör auf damit. Oh, du hast mir eine Falle gestellt mit deinen komischen Diamanten. Ich wusste, dass du auf Diamanten stehst und dann, dass du diesen Weg gehst. Oh, dann nehme ich halt den Weg. Das wird bestimmt der richtige Weg sein, Leute. Ja, gewonnen, du Dussel. Ich hab's geschafft, Braxy. Dein Labyrinth war richtig schlecht, weißt du das? Ich bin ja nicht einmal gestorben. Ich hab's direkt geschafft, Braxy. Du sollst ja auch nicht sterben, weil du mein bester Freund bist. Ja, aber du sollst doch wenigstens ein paar Fallen ein... dein Labyrinth war cool, was? Braxy. Gar nichts? Okay. Jetzt ist es an der Zeit für mein Labyrinth, Leute. Und ihr wisst, meins ist richtig cool geworden. Braxy, bist du bereit für mein Labyrinth?
Aber sowas von. Los, los, los. Okay. Okay, Braxy. Willkommen in meinem Diamantenlabyrinth. Und glaub mir, ich habe extra nur für dich richtig viele coole Fallen eingebaut. Fallen? Nein, keine Fallen. Das war ein Spaß, Braxy. Du musst einfach nur den Parcours schaffen. Du siehst ja, das ist ein ganz normaler Lava-Parcours. Ich wünsche dir viel Spaß, Braxy. Danke. Oh. Seit wann gehört denn Lava in einem Labyrinth? Okay, Braxy, komm, mach den nächsten Sprung. Oh. Komm schon, das war eine Falle, du Dummkopf. Ha, Leute, es hat funktioniert. Braxy ist auf meine coole Falle drauf reingefallen. Hm, Braxy, das ist anscheinend der falsche Weg. Du musst einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg finden? Einen anderen Weg musst du finden, Braxy. Das ist der falsche. Und nein, Braxy, da geht's auch nicht lang. Ein Tipp. Vielleicht musst du mal an der Wand nachschauen, Braxy. Ah! Du Dussel, da hast du gerade noch mal Glück gehabt. Hm, komm schon. An der Wand, Braxy. Aber noch einen Tipp gebe ich dir nicht. An der Wand. An der Wand. Du stehst gerade an der Wand. Nein, ich flieg, Braxy. Ja, du hast richtig geraten, Braxy. Ich habe hier geheime, unsichtbare Blöcke hingemacht, wo du drüber laufen kannst. Oh. Aber ich gebe dir nicht noch einen Tipp. Denn schließlich, Leute, soll Braxy das hier alles selber rausfinden. Okay, Braxy, das ist der nächste Weg. Hier geht das Labyrinth weiter. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Oh, den Sprung hast du gut gemacht. Den hast du auch gut gemacht. Oh, er macht das richtig gut. Hm, du wirst schon sehen, Braxy. Oh, Leute, er springt von Leiter zu Leiter. Nein. Da hast du wohl die Leiter verbummfiedelt, Braxy. Nein. Oh, mir ist schwindelig. Was ist dir etwas schwindelig? Oh, du wirst gleich vergiftet sein, Braxy. Upsi. Ich schaff das auch mit Schwindelattacken. Oh Mann, Leute, Braxy ist jetzt richtig übel. Er sieht jetzt gefühlt gar nichts mehr. Oh, er springt daneben, weil ihm so übel ist. Und er ist vergiftet. Braxy, wie viele Herzen hast du noch? Sei mal ehrlich. Nur noch ein halbes. Upsi. Aua. Ey, Mann, Lumi. Leute, das war richtig lustig. Komm schon, Braxy. Ein Versuch bekommst du noch. Komm schon. Trau dich, Braxy. Und zack. Ich schaff das, Lumi. Komm schon, ab zur nächsten Leiter. Und die der letzte nächste Leiter. Sprung. Komm schon. Ha, du hast geschafft. Ja, na, viel Spaß, Braxy. Und darüber. Veräppelt, Braxy. Oh, bist du aber vergiftet? Oh, Leute, er ist auf meine unsichtbare Wand drauf reingefallen. Schaut mal. Oh, oh. Das war anscheinend der falsche Weg, Braxy. Warte mal. Was wenn ist das los? Der falsche Weg war. Ja? Dann muss da einen anderen Weg geben. Den finde ich jetzt heraus. Ja, dann such den richtigen Weg, Braxy. Was ist denn das da unten auf dem Boden? Das ist gar nichts, Braxy. Also du kannst es natürlich gern austesten, aber wenn er da reinfällt, wird es richtig Aua machen. So, da springe ich jetzt rein. Viel Spaß, Braxy. Spring da rein. Nein! Du Dussel, bist du etwa ins Lava gefallen? Oh Mann, es hat funktioniert, Leute. Braxy ist durchs Portal gegangen und ist direkt rein in meine Lava gefallen. Boah, das war cool. So, Braxy, guck mal. Hier ist an sich der richtige Weg. Du musst es nur richtig machen. Überleg, wie kannst du hier lebend rauskommen? Hier. Warte. Oh, er macht das richtig, Leute. Ja, da hast du gerade noch mal so Glück gehabt. Aber, ja, Braxy, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deinem weiteren Weg. Mach die Tür auf, komm schon. Überraschung, dein Laser. Oh Mann, wie soll ich das denn schaffen? Ich kann das nicht, Lumi. Leute, guckt euch diesen gigantischen Laser an. Da muss Braxy jetzt durch. Komm schon, Braxy, geh durch den Laser. Ganz viel Spaß. Oh, du machst das gut, Braxy. Oh, er macht das wirklich gut, Leute. Oh, komm schon. Oh, er schleicht sich einfach durch. Oh, Braxy, das war unfair. Warum? Ich hab's geschafft. Ja, an sich schon, aber viel Spaß in meinem weiteren Labyrinth, denn hier
Ist erst der Anfang gewesen, du Dussel. Hm, das ist jetzt einfach. Hier ist ja nichts mehr. Also, wir halten uns einfach rechts. Nein, das ist eine Sackgasse, Braxy. Da geht's nicht lang. Braxy, wo ist der richtige Weg? Da ist auch eine Sackgasse. Und da drüben ist auch eine Sackgasse. Wo willst du lang, Braxy? Du hast dein Labyrinth nicht richtig gebaut. Leute, es funktioniert. Er findet meine geheime Diamantentür nicht. Der kann lange suchen. Oh, da bist du ja, Braxy. Hallo. Mann, ich find den Weg nicht. Du hast falsch gebaut. Du kannst einfach nur nicht bauen. Nein, ich habe richtig gebaut, Braxy. Wirklich. Hier ist doch nichts. Gib mir einen Tipp, bitte. Ich gebe dir keine Tipps mehr. Du musst schon selber finden, wo es rausgeht, Braxy. Ich glaube einfach nur, du hast falsch gebaut, Lumi. Hab ich nicht. Weißt du, was ein Labyrinth ist? Es muss immer ein Ziel geben. Hier gibt es kein Ziel. Braxy, ich gebe dir einen Tipp. Okay. Du musst bei Diamanten gucken. Haha. Das ist nicht witzig, Lumi. Ich meine das ernst, du musst bei Diamanten gucken. Ich stehe hier einfach mal. Hier steht, sie ist echt gemütlich, Braxy. Ich stehe ein bisschen im Regen. Hier ist echt gemütlich, findest du nicht? Was meinst du damit? Ich soll beim Diamanten gucken, wo du stehst. Hier ist gemütlich, Braxy. Hier ist aber nichts. Ja, Braxy, hier war meine geheime Diamantentür. Ist das nicht cool? Ja, ansonsten mach gerne die Kiste auf. Ein Cookie! Bitteschön, ein Keks für dich, Braxy. Dankeschön. So, welches Portal willst du zuerst wählen, Braxy? Komm schon, sag mir. Also, ich glaube blau, weil blau deine Lieblingsfarbe ist, du Dussel. Blau? Denkst du, du kannst mich reinlegen? Haha, ich habe gewonnen. Nein. Braxy, du Dussel. Jetzt muss er wieder alles von vorne machen, weil er wieder ganz am Anfang ist. Oh Mann, Lumi. Hallo, Braxy. Nein, sag nicht, du musst das jetzt alles wieder von vorn machen. Nein, Lumi, bitte. Ich will das nicht nochmal machen. Braxy, du hast das falsche Portal gewählt. Deshalb bist du jetzt wieder am Anfang. Es tut mir wirklich leid für dich. Ich will nicht mehr spielen. Lass mich raus. Braxy, keine andere Wahl. Du musst wieder alles von vorne machen. Haha. Oh, Mann. Oh, Braxy, du Dussel. Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde gebraucht. Bitte wähl jetzt wirklich das richtige Portal. Komm schon, Braxy. Oh, ich nehme das in der Mitte einfach jetzt. Das in der Mitte? Oh. Nein! Leute, Braxy ist einfach aus der Map rausgefallen. Was ein Dussel. Das war auch das falsche Portal. Komm schon, Braxy, du musst jetzt endlich mal das richtige Portal wählen. Ja, Mann, aber du legst mich die ganze Zeit rein. Ja, das ist doch ein Labyrinth. Komm schon, willst du das nehmen? Da muss ich ja jetzt. Dann geh gern da rein und... Upsi. Ups. Ups. Braxy, da bist du wohl in die Diamantfalle reingefallen mit den ganzen Stacheln, Leute. Das hat auch funktioniert. Was ein Tollpatsch. Mann, du hast so viele Portale gemacht. Mir ist schwindelig. So, komm schon, Braxy. Es bleibt mir nur noch ein Portal übrig. Okay, das muss wohl das Finale sein. Finale, Braxy. Ha! Hier greift dich meine Riesenspinne an. Oh Mann, Leute, es hat funktioniert. Meine Monster-Mutantenspinne hat Braxy einfach umgelegt. Richtig cool. Oh Mann, die muss Braxy erstmal besiegen. So, komm schon, Braxy. Nächster Versuch. Kämpf gegen meine Spinne. Mann, das schaffe ich doch nicht. Du hast mir nicht mal ein Schwert gegeben. Komm, Braxy, ein Versuch kriegst du noch gegen meine Monsterspinne. Jetzt aber richtig. Und zack. Komm schon, Braxy, du schaffst das. Oh, oh. Komm schon, schlag sie. Ja. Ha. Oh, Mann. Ja, okay, Braxy. Jetzt musst du aber erstmal den Weg hier rausfinden, Braxy. Viel Spaß. Hä, das ist doch einfach die Stufen nach oben, guck. Wenn du denkst, Leute, mein Labyrinth ist so cool, er wird nie ein Leben hier rausfinden. Ja, Braxy. Fertig? Ja, komm, mach die Tür auf. Mach sie auf, Braxy. Das ist ein Nummernschloss. Oh, Braxy. Oh, wo war der Code nochmal? Der Code war doch nicht etwa am Anfang. Och, wie doof. Oh, Lumi.
Leute, Braxy muss jetzt wieder ganz zurücklaufen, um den Code zu finden. Was ein Dussel. Oh, Braxy, und hast du den Code gefunden? Wo war der Code? Ja, der war am Anfang unter der Dingsbums. Ha. Unter der Dingsbums? Was für eine Dingsbums, Braxy? Unter, ich sag ich dir doch nicht. Hast du wirklich Braxy? Er war bestimmt nicht mal gucken, Leute. Der wird jetzt ewig probieren. Komm schon, gib den Code ein, Braxy. Oh, Braxy, du war... Er hat wirklich den... Oh mein Gott. So, Braxy, du bist am Ende angekommen. Komm schon, setz dich in die Loche rein und dann kannst du ins Ziel fahren, okay? Oh, wie cool, eine Achterbahn am Ende. Eine Achterbahn. Viel Spaß. Oh, ich höre die TNT. Ich bin eingeschlafen. Moment mal. Ich wollte doch Braxy heute pranken. Der ist schon draußen. Der läuft da schon rum. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und tut mir leid, ich habe es ein bisschen verschlafen. Auf meiner Couch war es zu gemütlich. Wir werden heute wieder meinen Freund Braxy prank. Ich habe mir was richtig Cooles überlegt. Aber bevor wir anfangen, lasst wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben. Dann abonniert den Kanal für mehr Videos. Und Leute, ihr seht schon, ich habe keine Ahnung, was macht ihr da draußen? Aber egal, Leute. Heute heißt es wieder Prank-Prank-Time. Denn wir werden Braxy wieder richtig hops nehmen. Aber bevor wir das machen, gehe ich erstmal ganz kurz runter. Denn ihr seht, ich habe aktuell nur eine Axt dabei. Und ich wollte mir noch ein Schwert holen gehen. Ihr seht ja hier in meinem großen Keller, müssen wir eigentlich noch irgendwo ein Schwert haben. Die Frage ist nur, in welcher Truhe? In welcher Truhe könnte das... Leute, da fehlt was. Seht mal, da fehlt ein Block. Was ist denn... Leute, die Truhe kenne ich gar nicht. Was ist... Ich glaube, da ist eine geheime Truhe da unten. Wartet mal. Lass da mal reingucken. Was ist das denn? Da ist ein geheimes Buch, Leute. So. Was ist das, Leute? Ich nehme das mal kurz mit hoch. Okay, das ist merkwürdig. Wer versteckt denn in meinem Haus ein geheimes Buch, Leute? Okay, Achtung. Zack, 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 zack. Das ist ja merkwürdig. Schaut mal, das Buch heißt, seht ihr das? An Lumi. Wer schreibt mir denn ein Buch? Ist das etwa Braxy gewesen, Leute? Egal, wir schauen da mal rein und was steht da? Hallo, mein Enkel. Solltest du dieses Buch finden? Sorge dafür, dass es niemand Falsches in die Hände bekommt. Begib dich zum alten Campingplatz. Dort befindet sich hinter einem Baum ein geheimer Hebel? Den Rest selbst herausfinden. Leute, das ist ein Buch von meinem Opa. Der ist eigentlich schon lange verstorben, Leute. Aber ja, ich vermisse ihn ehrlich gesagt schon. Deswegen wundere ich mich auch, dass er mir ein Buch hinterlassen hat. Er meint irgendwas von einem Campingplatz? Stimmt. Ich habe hier auf meiner Insel einen Campingplatz da hinten. Okay, ich muss mal gucken. Braxy, okay, Leute, ich hoffe, hey, Braxy... Hey, Lumi! Oh nein. Ich habe auf dich gewartet, was machst du? Hi, Braxy, was geht? Was geht? Ey, schlag mich doch nicht. Ich hab's eilig, ich wollte noch zum Bäcker neue Brötchen holen. Lass später gemeinsam irgendwas machen, PS4 zocken oder so. Okay, wir treffen uns später, bis dann. Okay, Leute, ihr wisst, ich mag Braxy, wir wollen ihn aber heute pranken und das Ding ist, ich will nicht, dass er das mitbekommt, weil... Irgendwie, das Buch ist ja für mich und mein Opa meinte, wir sollen am Campingplatz nach irgendeinem geheimen Hebel schauen. Okay, wir sind jetzt hier am Campingplatz, aber er meinte, wir sollen hier irgendwie nach einem geheimen Hebel Ausschau halten. Hinter einem Baum oder so. Oh Gott, ich hoffe, das ist kein fieser Prank von Braxy, Leute. Aber hier ist nirgendwo ein Hebel. Oder bin ich blind, Leute? Lumi! Oh nein, Braxy, kommt schon... Hier ist doch nicht der Bäcker. Ich wollte mich nur kurz am Lagerfeuer aufwärmen. Es ist ziemlich kalt heute draußen, Braxy. Ach so. Okay, ciao. Ciao. Oh, das war knapp. Aber wo ist denn jetzt der... Warte mal. Seht ihr das auch, Leute? Schaut mal. Hier. Da ist wirklich ein Hebel. Nein. Ich leg den jetzt um, Leute, bei 3. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, Braxy sieht das nicht. Mein Opa hatte recht. Hier ist wirklich ein geheimer Hebel. Und da geht's nach unten, Leute. Oh, ich wollte zwar eigentlich Braxy pranken, aber das ist gerade wichtiger, Leute. Wir gehen einmal hier runter. Was ist hier? Und
Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Mein Opa hat einen geheimen Bunker gehabt. Und hier ist alles aus Diamanten. Ich wusste gar nicht, dass mein Opa so reich ist. Aber er meint, den Rest soll ich selbst herausfinden. Aber was ist hier denn? Hier sind nur ganz viele Truhen, aber hier sind alle leer, Leute. Was? Moment, was ist das? Schaut mal, was ist das denn? Das ist eine passwortgesicherte Truhe. Wir brauchen ein Passwort für diese Truhe, Leute. Mein Opa muss bestimmt irgendwo das Passwort versteckt haben. Komm schon, Opi. Ich kenne dich doch. Irgendwo. Moment mal, da ist schon wieder so ein freier Block, Leute. Genau wie vorhin. Was ist da? Da ist ein Schild, Leute. Und da steht ein Code drauf. Ich glaube 8811. Okay, lass den Code mal ausprobieren, Leute. 8811. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht mir wie ein Rezept aus. Obsidian, Eisenbachen? Irgendein komisches Item, was ich nicht kenne? Okay, Leute, ich übernehme das mal 1:1. So, mein Inventar. Weil das sieht mir ziemlich stark nach einem geheimen Crafting-Rezept aus. Lasst mal schnell in mein Haus und schauen, ob man da was draus bauen kann. Das sieht mir ziemlich merkwürdig aus. Ansonsten, ich hoffe, Braxy sieht das hier nicht. Er darf auf keinen Fall die geheime Base von meinem Opa finden, Leute. Oh, ich glaube, es ist auch schon dunkel geworden, Leute. Okay, schnell zurück zu unserem Haus, Leute. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, was wir daraus bauen können. Okay, vielleicht hat mein Opa mir ja wirklich etwas Geheimes hinterlassen. Okay, komm schon, schnell rein ins Haus, Leute. Komm schon. Ja, okay. So, okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal schnell hoch zu meiner Werkbank und dann schauen wir mal, was ich daraus bauen kann. Oben ein Obsidian, da zwei Eisenbachen, jetzt da runter, das in die Mitte. Das links, das da und das da. Was ist das denn? Was? Eine Portalgun? Moment mal, Leute. Was zur Hölle? Wow, was? Das ist eine Portalwaffe, Leute. Oh mein Gott. Meint ihr, die funktioniert? Das wäre perfekt, weil ich wollte Braxy heute sowieso pranken. Okay, warte. Lumi, wo bist du? Oh nein, nein, nein. Lumi! Nein, ich hab die... Lumi, bist du noch am Lagerfeuer? Braxy, ich höre dich schreien. Braxy! Hä, wo ist denn Lumi jetzt auf einmal hin? Braxy, ich finde dich nicht, wo bist du? Hä, wo bist du denn jetzt? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Du bist da hinten bei den Campingplätzen. Braxy, hi. Hä, wo warst denn du die ganze Zeit, Mensch? Beim Bäcker Brötchen holen, habe ich doch gesagt. Hast du die Brötchen? Kann ich ein Brötchen haben? Ich habe mega Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja, du musst dir mal vorstellen, weißt du, was heute für ein Tag für mich war? Ich bin morgens aufgestanden und dann war ich wach. Okay, ja, natürlich habe ich ein paar Brötchen für dich, Braxy. Boah, du bist der Beste. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Ja, lecker. Ja, Braxy, ich muss aber schnell auf Toilette und dann komme ich gleich wieder, okay? Bis gleich. Soll ich hier auf dich warten? Ja, warte ruhig da. Okay. Okay, Leute, ich will jetzt diese Portalgun ausprobieren. Ich hoffe, Braxy sieht das nicht. Okay, wir gehen mal hinter das Haus, Leute. Okay, meint ihr, das funktioniert wirklich? Ich schieße einfach mal gegen das Haus jetzt, Leute. Und... Wow, das ist ja wirklich ein Portal, Leute. Wartet. Und ich schieße jetzt als nächstes einfach mal da gegen den Baum. Und... Leute, schaut mal. Ich sehe mich selber, das Portal funktioniert wirklich und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann... Wow, Leute, das ist perfekt. Oh, damit können wir Braxy ja richtig krass pranken. Wartet, wenn ich jetzt nochmal ein Portal mache, hier, zack, und ich schieße jetzt einfach mal oben gegen die Wand da und zack, wow, und... Schaut mal jetzt sehe ich Braxy da unten einfach durch das Portal, Leute. Wir gehen mal durch, wartet und... Bin ich hier oben. Oh, ist das cool, Leute. Oh mein Gott. Okay, warte, wir schießen jetzt hier. Und dann, Achtung, schießen wir einmal. Er darf das nicht sehen. Wir schießen dahinter gegen den Baum, Leute. Und zack. Okay, und jetzt gehen wir hier durch. Oh, wow. Schnell zumachen. So, hi, Braxy. Ich bin wieder da. Hi, Lumi. Hi. Ja, was wollen wir heute machen, Braxy? Hast du schon irgendwas geplant? Ob zum Spielplatz. Zum Spielplatz willst du? Okay, dann lass zum Spielplatz gehen, Braxy. Los, wer zuletzt da ist, kriegt eine Strafe. Was? Eine Strafe? Ja. Okay. Wie du meinst, Braxy? Wo bist du? Hä? Auf dem Spielplatz. Hier bin ich. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Wie schnell bist du denn? Ja, ich habe geübt. Ich habe jetzt den Supersprint hingelegt. Alter. Aua.
nicht mal springen kannst du. Tatsächlich, Braxy, fällt mir auch gerade ein. Oh Mann, ich habe meinen Kuchen noch im Backofen. Oh, ich muss meinen Kuchen schnell holen gehen, Braxy. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Nein, ich krieg das schon alleine hin, Braxy. Alter, du brauchst wieder so lange, Mann, beeil dich. Okay, ich bin gleich wieder da. Oh Mann, Leute. Oh, das ist so cool, diese Portalwaffe. Ich will Braxy damit richtig krass pranken. Wir können damit so viele coole Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel ein Portal in sein Haus reinmachen und ihn heimlich beklauen. Wartet mal. Braxy meinte heute früh noch zu mir, er wollte sich heute den neuen Fernseher kaufen. Es gibt einen neuen Fernseher im Angebot, im Laden. Den könnten wir eigentlich einfach klauen, wenn er den sich heute kaufen sollte. Okay, lass das schon mal ganz kurz vorbereiten. Ich platziere schon mal ein Portal in seinem Haus und dann könnten wir einfach seinen Fernseher klauen. Also, er wollte den heute kaufen. Also, okay, ich hoffe, er sieht das jetzt nicht, Leute. Wir gehen einfach schnell bei ihm rein. Boah, wo machen wir das am besten? Okay, ich glaube, er guckt bestimmt nicht über die Tür, Leute. Okay, dann gehen wir einfach hier über die Tür. Zack, machen da ein Portal hin. So, und dann machen wir hier wieder zu. Und dann gehen wir schnell zu meinem Haus und machen da auch ein Portal hin. Wobei, meint ihr, Leute, dass ich vielleicht auch TNT und Lava durch ein Portal transportieren kann? Das wäre ja richtig fies. Okay, jetzt schnell bei mir zu Hause rein. So, dann gehen wir mal schnell hoch, Leute. So, und jetzt mache ich das Portal hier hin. 3, 2, 1 und... Jetzt kann ich hier direkt in Braxy sein Haus rein. Schaut mal von oben. Wow. Wollen wir das mal ausprobieren, Leute? 3, 2, 1 und... Wow. Aua. Leute. Oh, das hat wirklich funktioniert. Lumi, bist du zu Hause? Oh Mann, Leute, Braxy schreit schon wieder über die ganze Insel. Braxy, Lumi, hör auf so zu schreien. Du wächst die ganzen Nachbarn auf. Bist du zu Hause? Ich komm rein, ja? So, Braxy, wo bist du denn? Hallo? Lumi, Alter, du brauchst zu lange. Ich habe keine Lust mehr. Ich muss jetzt einkaufen. Ach, da bist du. Ja. Ja, du wolltest dir doch diesen Fernseher heute kaufen, oder nicht? Ja, und das mache ich jetzt auch. Und ohne dich. Du bist kein guter Freund. Warum bin ich denn kein guter Freund? Du bist kein guter Freund. Tschüss. Der wird schon sehen, Freunde. Der wird sich jetzt den neuen Fernseher kaufen gehen. So. Hier gibt es doch jetzt irgendwo einen. Ach, da ist mein Fernseher. Der ist sogar im Angebot. Ich nehm den jetzt einfach mal mit. Bezahlt habe ich schon online. Tschüss. Boah, ich kann es kaum erwarten, meinen Fernseher zu Hause anzubringen. Lumi wird staunen. Es gab nämlich nur noch einen Fernseher zur Verfügung und den habe ich auf der gesamten Insel. So. Okay, Leute, Braxy müsste jetzt jeden Moment mit seinem Fernseher zu Hause ankommen. Weil, Leute, ich habe eine richtig... Ja, ich muss schon sagen, gemeine Idee, aber was wäre, wenn ich jetzt einfach einen Lava-Eimer hier reinschütte, in sein Haus rein und... ich weiß, es ist gemein, aber... Braxy war auch gemein zu mir, Leute. Ich müsste irgendwo noch Lava-Eimer in meinem Keller haben. Wartet mal. So, Leute, ich war jetzt eben Lava holen. Braxy müsste jetzt jeden Moment kommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt einfach gleich hier Lava reinmachen in das Portal. Und dann werde ich Braxy einfach mit Lava überschütten. Okay, Leute. Okay. So, Leute, jetzt würde ich sagen, hole ich kurz mein Telefon raus. Und dann rufen wir Braxy mal kurz an. Ich muss ja wissen, wann er nach Hause kommt. So, es klingelt. Oh, hi, Braxy. Yo, was ist? Wie sieht's aus mit deinem Fernseher? Du wolltest doch einen Fernseher kaufen gehen, oder nicht? Ja, aber das geht dich gar nichts an. Ich bin jetzt zu Hause mit meinem Fernseher gleich. Jeden Moment gehe ich durch die Tür, du Blödmann. So, Leute, ich würde sagen, wir platzieren jetzt das Lava. 3, 2, 1 und... Oh, ja. Was ist das? Oh, Leute, schaut mal. Oh nein, ich glaube, ich habe Braxy verbrannt. Sein komplettes Haus brennt, Leute. Oh nein. Oh nein, Leute. Das wollte ich doch gar nicht. Ich muss schnell zu Braxy, Leute. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Ich glaube, das ging zu weit. Braxy, sein komplettes Haus geht kaputt, Leute. Oh nein, das wollte ich nicht. Nein, Braxy. Braxy, brauchst du Hilfe? Was ist denn? Dein komplettes Haus brennt ja, Braxy. Ich komme hinten, warte. Ich komme von hinten rein. Warte, Braxy. Hier drüben. Oh, wo bist du, Braxy? Hier drüben. Ich hab den Fernseher, Leute. Wo? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hilfe. Aua. Das hat weh getan. Wo bist du? Hier. Aua. Wo bist du, Braxy? Hier, komm mal weg. Wie ist denn Lava in mein Haus gekommen? Oh nein, mein Haus. Schnell das Portal weg, Leute. Oh. Nein, wo kam denn das Lava her? Ruf die Feuerwehr an. Nein, ich krieg so Ärger, ich hab doch nichts gemacht. Mein Haus. Ja, Braxy, schau mal, ich glaube, das liegt daran, dass du vorhin so gemein zu mir warst.
Braxy! Mein Haus. Das kriegen wir schon wieder heile, Braxy. Mach dir mal keine Gedanken. Weißt du, wie viel Ärger ich bekommen werde? Ja, aber vielleicht war dein Fernseher auch einfach... Du hast ja vielleicht einen China-Böller gekauft. Vielleicht war der defekt und er ist explodiert. Ich weiß nicht. Oh, Leute, schaut mal, was ich habe. Ich habe seinen Fernseher. Ich weiß, es war schon ziemlich gemein, Leute. Aber Braxy war auch gemein zu mir. Das ist meine Rache an ihn. Schaut mal, ich habe ihn einfach richtig fett hops genommen. Aber Leute, ich glaube, am Ende werden wir Braxy ein paar Diamanten schenken. Sonst wäre das schon ziemlich gemein, wenn sein Haus jetzt kaputt bleibt. Aber schaut mal, jetzt habe ich seinen Fernseher einfach... Wow, boah, der passt doch perfekt hierhin. Und zack, jetzt habe ich seinen Fernseher einfach. Oh Mann, Leute, diese Portalwaffe ist echt zu krass. Wow, Leute, ich habe noch eine Idee. Und zwar wollte ich eine Falle bauen. So Leute, ich glaube, der Prank hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, jetzt bauen wir noch eine kleine Falle für Braxy. So, für die Falle müssen wir uns hier mal ganz kurz in den Berg reinbauen, weil ich habe eine richtig coole Idee, Leute. Passt auf. So, jetzt brauche ich einmal hier eine Spitzhacke. Zack. Und jetzt bauen wir hier ein ganz kleines Loch rein, Leute. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhab. So, genau. Passt auf, Leute. Jetzt graben wir hier einmal runter. Und da machen wir jetzt einmal Lava rein. Und hier auch nochmal Lava. So, hier müssen wir zumachen. Zack. Und da. Und jetzt, passt auf, Leute, nehme ich meine Portalwaffe und mache hier ein Portal drüber. So, das sieht schon mal sehr gut aus, Leute. Und wenn ich jetzt irgendwo anders ein Portal hinmache und man da reinläuft, fällt man dann einfach da hinten in die Lava rein. Okay, ich glaube, Braxy mag bestimmt keine Lava mehr nach dem Vorfall eben. Aber Leute, wir müssen es ihm heimzahlen. Er war von so gemein zu mir. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch diese Falle. Ich weiß bloß gerade gar nicht, wo Braxy ist. Oh, da hinten läuft er, Leute. Komm schon. Wir müssen jetzt schnell zu Braxy, Leute. Am besten ist, ich verstecke mich irgendwie oben auf einem Baum oder auf seinem Haus, dass ich das auch gut von da aus schießen kann, weil ich muss ihm ja das Portal genau vor die Nase schießen, Leute. Hier ist es gerade am Haus reparieren, so wie es aussieht, Leute. Okay, komm, wir bauen uns schnell hoch auf sein Haus, Leute. Komm schon. Und sobald er rauskommt, schießen wir ihm das Portal vor die Füße. So, wir müssen jetzt ganz leise machen, Leute. Okay. So. Okay, ich bin jetzt auf seinem Haus drauf, Leute. Er baut jetzt gerade sein Haus zusammen. So, Leute, okay. Ich werde ihm das jetzt gleich vor die Nase schießen, sobald er dahin läuft. So. Okay. Was macht Braxy da? So, jetzt das den Wassereimer nehmen und da. Wow! Nein! Oh, Leute, schaut mal. Ich glaube, Braxy ist an der Lava verbrannt. Oh Mann. Oh, Leute, ich glaube, es hat perfekt funktioniert. Er ist genau da reingelaufen. Oh Mann. Uiuiui. Leute, das hat perfekt funktioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass das so einfach wird. Oh Mann, Leute. Uiuiui. Oh, ich glaube, Braxy wird jetzt richtig sauer sein. Oh. Ich glaube, er hat jetzt all seine Sachen verloren, Leute. Aber ich glaube, wir müssen noch irgendwas machen, um uns ein bisschen zu entschuldigen, weil das Haus sieht schon ein bisschen kaputt aus, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein Portal über ihn machen. Und dann werden wir es einfach durch das Portal Diamanten regnen lassen, okay? So. Okay, Leute, dafür machen wir am besten da oben ein Portal. Da sieht man es nicht direkt. So. Okay. Und wenn Brax dann hier so gelaufen kommt, werden wir es dann Diamanten regnen lassen. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Leute. Ich glaube, ich habe noch so viele Diamanten von meinem Opa. Ich glaube, das wird... Nein, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Braxy, aber warum... Ich wollte dir nur helfen. Ich habe nur Pech. Ich werde hier ausziehen. Ich werde hier nie wieder sein. Tschüss. Nein. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Braxy möchte ausziehen. Jetzt meine Sachen packen. Oh, Leute, wir müssen uns beeilen. Oh Mann. Braxy möchte einfach ausziehen. Oh, Leute, ich habe bestimmt noch Diamanten unten in meinem Keller. Wartet. So. Okay, in einer Kiste muss ich noch Diamanten haben, Leute. Oh, wo sind die nur? Oh, ja. Da, Leute. Okay, jetzt schnell. Jetzt schnell ein Portal machen, Leute. Zack, zack. Okay,
Und jetzt lassen wir es Diamanten regnen, Leute. Ich hoffe, Braxy sieht das. Zack. Komm schon, wir lassen es Diamanten regnen, Leute. Oh, Braxy muss das sehen, Leute. So, ich habe meine Sachen gepackt. Ich gehe jetzt raus. Es reicht mir hier. Nur Pech, mein Haus ist kaputt. Was ist das denn? Ich habe Diamanten. Ich bin reich. Lumi. Oh, es funktioniert, Leute. Schau mal. Lumi, ich bin reich. Oh mein Gott, woher kommen die? Hä? Ich sehe nichts. Lumi, ich habe Diamanten gefunden. Oh mein Gott, ich bin so reich. Lumi. Was machst du denn hier? Ich weiß nicht. Ich bin... Alter, guck mal, Lumi. Ich bin in die Hintertür gekommen. Hör, hast du da etwa Diamanten? Ich habe so viele Diamanten. Jetzt hat Diamanten geregnet. Ich glaube, mit so viel Diamanten kannst du dir ein 10-mal so großes Haus leisten, ja, Braxy. Ja, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Also bleibst du doch auf der Insel? Natürlich bleibe ich auf der Insel. Bist du bescheuert, Alter? Guck mal, wie viele Diamanten ich habe. Tschüss. Aber... Okay. Ja, Leute. Solange Braxy am Ende wieder glücklich ist, ist doch alles gut. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Braxy zu pranken. Aber Leute, verratet es ihm bloß nicht. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben, dann abonniert den Kanal und checkt natürlich auch gerne Braxy ab, Leute. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.